Hallöchen, ihr Lieben, ich grüße euch. Heute gibt es einen Food Hall bei mir. Eigentlich wollte ich heute gar nichts machen. Ich hänge heute irgendwie total in der Seile. Ich bin voll im Arsch. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Als wenn irgendwas in den Knochen steckt. Und haben es auch gebächtiger angehen lassen. Werden die nächsten Tage auch nicht viel machen. Mussten aber einkaufen, weil Anni hat noch morgen Termin in Österreich, den haben wir abgesagt. Einfach aus dem Grund, dass wir uns jetzt ein paar Tage wirklich schon Ruhe antun wollen. Weil das doch jetzt sehr aufregend und sehr anstrengend alles war. Die ganze Geschichte mit dem Auto und auch davor die Wochen und alles so ungewiss und hin und her und tralafiki. Und deswegen mache ich euch jetzt nur den Food Haul. Wir haben ungefähr 100 Euro ausgegeben. 160 Euro. Wir haben eine neue Matratze uns geholt fürs Auto hin. Die müssen wir noch zurechtschneiden. Das zeige ich euch aber die Michaela heute im Haul. Und ich habe ein bisschen was eingekauft. Knapp 100 Euro. Und das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Ich habe dreimal für die Kinder, die essen das momentan sehr gerne, Krumpel-Bourgogna-Püree. Immer drei Stück drin. Da habe ich drei Packungen von geholt. Hauen momentan sehr gerne rein und habe ich im letzten Laden übrigens erst gekriegt, da musste ich ein bisschen rumfahren, aber ich bin dann so hartnäckig und fahre so lange rum, bis ich es finde. Und ja, einmal hier hatten wir für 1,50 Euro 300 Gramm Zwiebelringe und kommen sofort in die Süßigkeitskiste. Zack, weg sind sie. Dann haben wir für Mama und für uns alle so Brezel, die waren für knapp 20 Cent im Angebot heute im Aldi. Die haben wir mitgenommen. Dann gab es noch drei Überraschungseier für die Kinder. Und das war die Schokolade davon. Die hat Sonnenblumenöl im Angebot, habe ich einfach nur zwei mitgenommen. Knapp 1 Euro für eins, einfach um wieder auf Lager zu haben. Dann war ich noch im Fressnapf drin, habe für den Etty Ochsenfrosch Knöpfchen geholt. Kriege ich da einmal die Woche für die gute Darmflora. Drei Stück haben wir geholt. Dann haben wir wieder einen Toast mitgenommen von der günstigen Sorte, das kostet knapp 60 Cent. Rucola für die Mutti, Sellerie für unseren gute Laune, adernfrei, leck mich am Foot morgens, macht du richtig wach und ekel. Sellerie für unseren Shake, 1 Kilo Chitrom, das kommt auch mit in den Shake. In den morgendlichen Juice rein. Die packe ich mal dahin. Dann gab es noch für den gesunden Teil ein Eisbergsalat. Dann habe ich wieder ungefähr 6 Kilo unreife Bananen geholt für unseren guten Morgen-Shake. Drei rote Zwiebeln, die sahen so schön aus. Die habe ich mir mitgenommen. Ich wusste nicht, wie viele Zwiebeln wir da haben. Deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Und dann auch gleich noch, wo sind sie? 1 Kilo Speisezwiebeln. Die gehen ja immer, die brauchen wir ständig. Und einfach für brauche ich euch ja nicht erklären, wofür man Zwiebeln braucht. So, dann hat sie das für 50 Cent mal runtergesetzt. So ganz normales Körnerbrot, hatte ich mal Bock drauf, habe ich eine Packung mitgenommen. Dann hatten wir hier für Erdnüsse, für Erdnussfans habe ich zwei mitgenommen, die kostet eine Packung 2,50 €, ist ein halbes Kilo drin. Habe ich mir gedacht, das geht immer. Dann zwei Gurkis. Dann habe ich noch so einen grünen Salat mitgenommen, für den Salat. Paprika in dreierlei und einmal Paradigson Tomacos 400 Gramm. Und ach ja, hier ist noch Ingwer für unseren Juice. Packen wir das mal weg. Dann hier sind ein paar Karten gewesen. Dann habe ich noch ein Angebot für, weiß ich nicht, 33 Cent, 10 Kilo Mehl. Und dann kommen wir zum frischen Teil. So, mal hier drauf gehievt. Das ist das Schöne. Wenn man nach Hause kommt, muss man nicht direkt alles hauen oder verräumen oder wie auch immer. Kannst du einfach stehen lassen, schließt du an, Arschlecken basieren und kein Problem, das kannst du dann irgendwann auch verräumen. So wie jetzt, ich bin schon 1,5 Stunden hier, eine Kleinigkeit gegessen
Und ja, passt das von der Zeit, dann nehme ich mir die Zeit und zeige euch das, genau. So, was haben wir hier? Tiefkühlfrüchte hat man wieder wenig da. Habe ich einmal, zweimal so ein runter rote Beerenmix mitgenommen. Eins, zwei. Dreimal Knoblauch. Ich räume das mal direkt weg, bevor es noch weiter, bevor es aufhört. Es ist jetzt halt noch eingefroren, aber muss ja nicht sein. Dann hatten die endlich wieder mal vegane Rama Butter, 100% plant-based. Butteralternative, da machen wir gerne Kräuterbutter raus oder auch fürs Brot. Dann haben wir hier Käse, das ist aber nicht meiner, ich war nämlich mit jemandem einkaufen. Ziegenkäse. zweimal Tiefkühl-Erdbeeren für unseren Shake. Da hat man nur noch eine Packung da. Dann haben wir zweimal Chili Cheese Nuggets für den Papa. Da habe ich mal Bock drauf gehabt für irgendwann. Dann habe ich mir wieder einen von dem geilen Schafskäse mitgenommen. Dann waren wir im Spar noch eben. Die hatten 10 von den Leberwürstchen, die waren im Angebot. Da habe ich mir 10 mitgenommen. Und dann für die Kinder nochmal. Die kosten es 3 Euro. Da sind 8 Eis drin. Das ist so Fruchteis mit so einem flüssigen Kern. Genau. Die haben wir auch noch mitgenommen. Ich packe die eben weg. Noch Platz im Eisfach, egal, passt da noch rein. Genau, jetzt mache ich mir das gleich mit der gefüllten Paprika, das lasse ich mir dann schmecken und ja, dann wird das nach und nach verräumt. Kann ich mal wieder ausmachen. Zack, ist echt super die Truhe. Also da haben wir echt, ich bin echt mega von begeistert. War immer skeptisch mit so kühl, aber mit der, da sind wir wirklich sehr positiv überrascht. Die kommt da direkt ins Auto wieder rein, die lassen wir mal unsere Powerbank laufen. Ob das noch los drin. Gut, dann nochmal reingeguckt hat. Die räume ich dann jetzt gleich noch weg. Und ja, genau, das war's. Mehr habe ich nicht geholt. Und nur für zwischendurch ein paar Kleinigkeiten. Genau, ihr Lieben. Danke fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hau mir jetzt gleich wieder hin. Ich bin echt im Arsch heute. Und auch die nächsten Tage mal ein bisschen die Ruhe antun. War ja auch anstrengende Wochen jetzt. Ich denke mal, die meisten von euch, die können das verstehen. Ihr Lieben, danke. Bis morgen mal. Tschüss.